Hallo am Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe noch den 934 geladen. Er geht heute Morgen raus nach Mannheim. Und in Mannheim lade ich den Cut, den 330, einen davon, beziehungsweise der da draußen steht. Den lade ich. Richtig gehört habe, bringe ich den mit nach Hause. Das mache ich heute Morgen. Mehr kann ich leider noch nicht sagen, weil ich leider noch nicht mehr weiß. Wie gehabt, ne? So, Licht haben wir an. Flaggen wir mal an. Und dann Abfahrt. Gucken. Ja, hier wird demnächst auch, glaube ich, habe schon mal gesagt, der KMC hergehen. Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich mal einen von den Pfosten dahin wegräume. Mehr. Vorne der gerade vom Haufen fährt, gerade vom Berg fährt, den nehme ich mit.
So, fahr mal raus, werde ich mal anrufen. Also mein Plan war, der geht nach Hause. Guten Marsch, Herr Schmidt. Marsch. So, mein Plan war, der geht nach Hause, aber ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Wenn der Baggerfahrer seinen Bagger will, ich weiß, ist der Baggerfahrer von dem gerade in Kaiserslautern am Pfaffgelände. Da steht aber ein Bagger. Der hatte andere 3,30. Ich habe vorhin in Mannheim die Ausfahrt. Ich habe ja rückwärts raus, habe mich hingestellt, habe zu Hause angerufen, gefragt, wo der Bagger hin soll. Und da bin ich ja losgefahren. Das hatte ich ja eigentlich gefilmt, aber das kann ich euch leider nicht zeigen. Zumindest vorerst mal nicht. Vielleicht mache ich irgendwann mal so ein Best-of, so ein Take-out oder so. Es gibt echt so saublöde Leute auf der Welt. Gab da ein kleines Wortgefecht, wie gesagt, das kann ich dann nicht, das kann ich nicht zeigen. Das ist einfach so viel Blödheit. Möchte ich niemand antun. Ja. So, also Bagger runter hier. Wie gesagt, danach, ich habe keinen blassen Schimmer. War schon lange nicht mehr in Kipo. Vielleicht kann man da einen Bagger tauschen. Ich weiß nicht. Echt nicht mehr. Vielleicht lade ich einen Brecher. Brecher müsste ja auch raus nach Mannheim. Der Brecher steht da drüben. Sollte fertig sein. Ja, ich schmeiß den hier runter, stell den rein in die Lücke. Ja, leichtgläubig, gutmütig, wie ich halt nun mal bin, ne? Habe ich alles zusammengehängt, alles verräumt. Eigentlich abfahrtsbereit. Jetzt
darf ich hier den 946 laden. Ach, schlimm. Also hole ich alles wieder raus und schmeiß den Baguette drauf. Aber ich fahre noch ein Stück zur Seite. Hier läuft gerade einer herum. Weißt du, er sieht mich hier fahren, wenn er nicht weiß, wo er hin soll. Soll er mich doch einfach fragen. Jetzt fährt er hier rum, macht alle Türen auf. Egal. Also, ich gehe jetzt wieder ab, lade den Bagger, der Arm hier in die Luft streckt. Wo der 946 hingeht, ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her, fahre ich nach Waldviesbach-Burgalben, da kommt ein Nettomarkt, ein ehemaliger Nettomarkt kommt da weg. So halbwegs weiß ich, wo der ist, da bin ich, oder da sind wir, haben wir so ein Eckgrundstück, sage ich mal, aufgefüllt im Neubaugebiet. Und da fährst du da dran vorbei. Weiß halt jetzt noch nicht. Geh mal davon aus, dass alles frei ist, dass alles offen ist. Jetzt gleich sehen. Das nicht an und fahrt auf einer Bundesstraße Fahrrad. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich bin da echt.
eigentlich jeder, der so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb hat, ja, macht es doch freiwillig. Nicht auf eine Bundesstraße fahren, reicht das? Ja, reicht gut. oder? Man fährt doch nicht mit dem Fahrrad auf einer Bundesstraße. Das ging vielleicht mal vor 30 Jahren oder so. Gibt doch mit Sicherheit schönere Strecken hier als wie ausgerechnet eine Bundesstraße. Ausgerechnet, das war pfälzig. Ausgerechnet eine Bundesstraße. Wollte gerade sagen, Kollege. Was du kannst, kann ich auch. Alles gut. So. Irgendeine Strecke hier war gesperrt wegen Hochwasser. Ich denke mal, hier war keins, weil das Gras steht schon wieder so aufrecht. Ja, wenn Hochwasser war und dann steht hier, dann siehst du, das Gras liegt quasi. Feuern, falls notwendig. Meine ich raus auf das, wenn ich sehe, dass alles gut. Dachte eben schon, hier wäre gesperrt. Ja, muss natürlich so parken hier, ne? Denke, Durchfahrt Johanneskreuz gesperrt. Komm nur. Komm nur. Hildersberg, ja, jetzt weiß ich nicht, ist das meine Richtung? Kann ich jetzt gar nichts sagen dazu, ne? Danke. Da kann ich jetzt gar nichts sagen dazu. Ich werde es gleich sehen. Für mich.
Jungs. Danke. Ja, hab die ganze Zeit schon das Gefühl, dass ich vorne zu tief bin. Demnächst hier auftauchen auf der linken Seite. Oder kann ich hin rein? Ah ne, das ist er noch gar nicht. Da hin ist er erst, gut. Ich muss Tor öffnen. Ja, entspann dich. Gedreht kriege. Normalerweise müsste es reichen. Habe ich hier das Tor, den Bauzaun geöffnet? Ja, ich glaube, wie viele Leute hier reinfahren und einkaufen wollen. Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, ich hätte keine Kamera hinstellen, ne? Ja, das reicht. Warte, das sollte reichen. Das sollte reichen für zum Drehen. Ich könnte sogar rausfahren hier, oder? Ich könnte sogar dahin rausfahren. Könnt sogar hier rausfahren. Ja, habe ich aber nicht. Ich drehe. Ich kann die Kamera mal hinstellen, ne? Ah ja. Super mitgedacht, klasse Mitarbeit. Ich soll mal jetzt nach Hause kommen. Ich glaube, es ist nicht mehr viel heute. Es ist Viertel nach eins. Ne? Eventuell lade ich noch das Anbauwerkzeug für den Bagger. Heißt ein Sortiergreifer, ein Löffel, ein Pulverisierer vielleicht. Also ein Greifer, ein Löffel auf jeden Fall. Naja.
Event. Ich vergesse das aber auch jedes Mal. Ich sattel um, dann fahre ich, lade ich 926 kompakt. Und dann fahre ich nach Baumholder rüber. Das mache ich heute noch. Und ich kann mal meine neuen Dreiechse probieren quasi. Ich weiß gar nicht, wo der steht. Steht der drüben in der Halle? Oder steht er hier? Kann sein, dass der vorne steht im, auf dem Lagerplatz. Ach, Lagerplatz, auf dem Werkstatt. Vom Werkstattplatz. Oder in der Werkstatt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich sattel ich jetzt mal um. Dann machen wir das noch. Sorry, es wird gleich piepsen. Maut habe ich schon umgestellt, die Achsen. Ja, wunderbar. Achtung, jetzt. Geht hier vorne an der Seite, irgendwo steht der 926 kompakt. Da. Oh, toll, wie schön, dass der Bagger. Der Bagger steht auf dem Hof und sieht aus wie Sau. Da könnte ich. Fällt mein. Ja, komm, egal. Ich lade.
ja. Hab den Dreieckser hinten dran hängen, das habe ich ja quasi gesagt gestern, dass ich den mal hinten dran hänge. Kommt mir auf, darum zu wackeln. Haben zwar in Memmingen ohne den Lenkkeil eingestellt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das passt nicht. Weil er läuft halt ziemlich. Er läuft nicht immer gerade hinten nach. Da das alles erst neu gemacht ist, kann es eigentlich nur der Lenkkeil sein. Werde ich zu Hause noch mal ein bisschen nachstellen später, morgen, ich weiß es nicht wann, irgendwann, wenn ich mal in der Werkstatt bin wieder. Vollstehen mit Wasser, die wirst du als Swimmingpool verwenden können. Das Tor ist offen, gut. Hier der ganze gebrochene Bettung RC, Bauschutt RC, das soll alles weg. Das da drüben weiß ich nicht, das geht uns nichts an, nur das, was hier auf der Seite liegt, meines Wissens nach. Ja, ich werde gerade rückwärts runterrollen, denke ich.
bleib hier einfach mit auf der Straße stehen, da ist relativ sauber. Ja, dann gehen wir halt raus in den Regen. Wieder mitgelenkt, obwohl ich es gar nicht gebraucht hätte hier. Ne? Ja, bin halt ein fauler Sack. Bleibe ich jetzt hier stehen, ausgerechnet jetzt, ausgerechnet, dann will bestimmt jemand durch. Stellen die hier links und der Baum halt an der Richtung. Ah, wieder ein Stück vor. Hoppla. Geht er von alleine los? Ja, packt's, Alter. Geil, oder? Macht gar nichts. Außer nichts sehen. Ich habe jetzt nicht das Gewicht, ja. Ich habe jetzt, lass mich lügen, 65 Tonnen etwa. So. So, bleib mal stehen. Okay, stell dich da rein. Weil ich den Tieflader nicht gerade gerichtet bekomme. Der hier raus, ne? Der hier rein. Oh, okay. Der Verkehr hier bei uns.
muss ich auch noch hier auf der rechten Seite der Träger, wo das rot-weiße Schild drin ist, der ist lose. Den muss ich auch noch festmachen. Das mache ich noch schnell und dann rufe ich mal an, was Sache ist. Ja, sehr gut. Also, ja, ich fahre jetzt rüber nach Wolfstein. Erst versuche ich noch mal was. Ich fahre ja relativ gerade, ne? Ich versuche mal einzuspuren. Ja, guck mal, der geht voll nach rechts. Er geht voll nach rechts, das ist nichts, das ist definitiv nichts. Also, da das alles gemacht ist, gehe ich davon aus, da die Spur auch eingestellt ist, dass einfach der Lenkheil, dass das noch nicht passt. Also nochmal, ich fahre rüber nach Wolfstein, steht in 926, der nächste. Kompakt, der hat Gummiketten, das weiß ich nicht, die Brücke sollte dann wohl fertig sein. Da hinten drüber. Und den fahre ich dann raus nach Mannheim ins Traktorwerk. Werde ich eine Stunde fahren bis dahin, schätze ich mal. Werde jetzt Baumholder durchfahren, dann auf die B, schlag mich tot, 100 oder L, L ist es, eine L 100, irgendwas mit 60, über Richtung Lauteregen. Und dann die B420 rüber bis Wolfstein. Weißt du, ich fahre mal schnell vorbei an hier. Wie gesagt, werde eine gute Stunde fahren. Ich weiß nicht, wie viel Kilometer das sind. Ist es alles Landstraße. Dann ein bisschen nach links. Ne? Wie gesagt, Kilometeranzahl. Jetzt glaube ich zum dritten Mal. Heizung runterdrehen hier. Läuft die Brühe. Gut, dass ein Kollege draußen war und hat Werkzeug geladen. Eventuell gestern schon. Ich hoffe, dass jemand da ist, weil wenn ich rausfahren muss bei dem Wetter, ich könnte mir vorstellen, der Bagger wird dementsprechend aussehen. Er hat zwar Gummipads, ich müsste keine Reifen legen, aber lieber lege ich dann Reifen, als wie dass ich wieder 800 Meter Straße kehre oder so. Wobei, dann müsste ich Reifen legen und Straße gehen, ne? Na, das ist auch nichts. Also ich fahre jetzt mal darüber und dann hoffen wir mal das Beste. Wie gesagt, über die Brücke müsste ich dann jetzt normal fahren können.
Vielleicht ist auch Platz hinten, dass ich drehen kann. War ja der große Parkplatz hinten dran. Ich gehe mal davon aus, ich bin bis etwa 10. Jetzt ist es 20 nach 8, bin etwa bis 10 Uhr. Schätze ich einfach mal. Es wird nicht so geschrieben. Sah halt so aus. Drehgeladen, Möbel. Ach, Fahrradträge. Okay. Ewigkeiten nicht mehr. Grusel, ja, das sieht doch gut aus.
Blau der Ecken, ja, da sind wir daheim. Diese Strecke geht quasi quer durch den Truppenübungsplatz. Meine ich mal. Auch schon Ewigkeiten her, da kommt ein Steinbruch zwischendrin. Da habe ich mal einen Radlader geholt oder hingebracht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich da mal. Und da steht alle paar Meter Schießstand, Schießsparte, Schießschlag mich tot. Ich weiß auch gar nicht, ob die Artillerie, ob die hier noch in obwohl hier sind ja die Amis, ne, die sind ja auch Panzer hier. Die Lage Wilhelmswald, okay. Definitiv Truppenübungsplatz. Hier war auch irgendwo eine Panzerwaschstraße, aber ich liebe alles schon 100 Jahre hergefühlt. Meine Bundeswehrzeit war ich war in Kuseltruppe, aber wir waren halt öfters hier auf dem Übungsplatz. Alles schon Ewigkeiten her. Fast 30 Jahre. Sicherheitsbereich. Zivilverkehr, Durchgangsstraßen nicht verlassen. Ja. Ach, da ist ja schon der Steinbruch. Oh, der ist zu, ja. Ja. Frank ist zumindest zu. Ich glaube, 85 war das damals, als die X-Power-Reihe rauskam. Haben wir damals noch mit dem Rampentieflader gefahren. Hast du eine Stufe ausgezogen und bist dann mit der Vorderachse bist du dann ins Loch reingefahren. Da hat es mit der Höhe hat es wunderbar gepasst. Das rückwärts runterfahren, das war immer, also ich habe
mit dem Radmotivlader. Ich habe so viele Radlader geladen. Ja. Das Runterfahren, das hat nie wirklich gepasst. Du warst immer zu weit auf einer Seite. Naja, du siehst halt auch nichts dann hinten raus. Hab jetzt eine Backe, Sortiergreifer und einen Löffel dabei. Überall wird geschafft. Überall wird geschafft. Guckt nicht. Er guckt nicht. So, gucken wir da vorne wieder über die Brücke kommen. Elf Uhr, Alter. In der aller Sau. Mir einfach nur die fünfte Gang. Oder da? Hast du vergessen deine Handschuhe? Weiß, ich muss neu über die Brücke. Drüben muss ich wieder runterlassen. Danke dir. Ciao. Das Bohrgerät soll ja diese Woche drüber fahren. Montag, meine ich. Nächste Woche. Das hier steht. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus damit. 1,355 Futter ist das Kontergewicht ab, aber ich denke mal, der wird auch noch seine 70 Tonnen haben, gehe ich mal aus davon. Wenn das Bohrgerät drüber gefahren ist, dann soll die Brücke neu vermessen werden. Was ein Gemachs. Also ich glaube, man hätte recht eine neue Brücke gebaut, irgendwo da hinten dran. Die wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Zeig ich mal dann für ein scheiß Bild, ey. Nur drüber. So, ich bin ein bisschen runterlassen. So, ich wollte gerade vom Hof. Das heißt, ich war zu Hause, ich habe umgeladen, ich habe die Vierachse hinten dran hängen. Es ist 13:30 Uhr. Ich fahre jetzt rüber nach Mannheim.
lade den Bagger ab. Dann soll ich auf die Spinelli-Baustelle, soll da Werkzeug laden. Und die auch dann rüber. Und dann soll ich noch rüberfahren und soll den Bagger laden. Der soll dann natürlich auch noch darüber. Freitags kommen uns immer die dollsten Ideen. So einfach, dass man sich hinten dran einordnet. Das geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, Mensch. Skandal. Fahre ich jetzt hier rechts oder fahre ich jetzt noch eine weiter und dann rechts? Ich fahre noch eine weiter und dann rechts, ne? Ja. Jo. Ich will doch keine hier rechts fahren. Dann die nächste links, aber oh, alles gut. Ich fahre hier vor, da kommt ein Kreisel. Und da fahre ich Kerzen gerade darauf zu, wo ich hin muss. Dann natürlich die erste rechts raus. Jo. Die Einfahrt ins Werk werde ich nicht filmen. Werkzeug laden, soll das herbringen und soll der Bagger auch noch fahren heute. Nee, das machen wir nicht mehr. Ich quäle mich jetzt hier raus. Ich fahre einmal um den Kreisel. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme, wenn ich da hinten rausfahre. Neckarau. Ich habe keine Ahnung, ob ich da hinten rauskomme. Alla, komm, fahr los. Keine Ahnung, ob ich da hinten rauskomme. Ich weiß es nicht. Deshalb, ich fahre einmal um den Kreisel Ludwigshafen. Will ich ja auch nicht. Ich komm raus, alles weiter. Ich fahre hier einmal vor. Dann kann ich hier vorne, kann ich dann abbiegen Richtung Fahrlachttunnel. Ich auch mal gucken, ob ich so auch herfahren könnte. Ja, weil ich werde das dann Montagmorgen bei Zeiten machen. Ich gucke, dass ich um 7 Uhr mit dem Bagger hier stehe. Muss ich jetzt auch noch anrufen, dass ich nicht mehr komme. Rechts abbiegen können, ne? Da vorne Richtung Autobahn, ja genau, weiß halt nicht, doch ich kann so, ach perfekt, ich kann sogar hier herein, ich kann sogar hier hereinkommen, wenn ich durch den Tunnel fahre, wunderbar.
grün, lauft sie drüber oder lauft sie nicht drüber? War doch eigentlich grün, oder? Nee, sie hat schon rot, okay. Sorry. Ich jetzt hart rechts rum oder muss ich jetzt... Oh, ich glaube, ich bin auf der falschen Spur. Ja, sorry, ist mein erstes Mal. So, jetzt sind wir richtig. Danke. Wie gesagt, von hier aus kann ich auch linksrum abbiegen. Das ist gut. Dann weiß ich, wie ich dann am Montag fahre. Morgen sehr früh da sein. Nicht, warum wir immer freitags soll er bei die Welt retten irgendwie. Es geht nicht nur mir so, es geht allen Transportfahrern so. Der Rest der Firma steht um halb drei zu Hause freitags und putzt Auto. Ja, und schmiert ab und macht und tut, aber unser einer soll fahren bis dunkel wird quasi und soll dann danach noch Wartung machen. Weil irgendwo ist es wird immer schlimmer zur Zeit. Egal, ich fahre nach Hause. Oh, genau. Aber ja. Ich fahre jetzt nach Hause, ich mache nichts mehr. Wie gesagt, Montagmorgen lade ich erst die Backe, dann lade ich das Werkzeug. An zu Hause, was Sache ist. Ich frage auch nicht, ja, ich mache das einfach so, ich werde gegen 3, gegen 4
vielleicht 3:30 losfahren. Bin ich bis 5 etwa da, dann laden. Dann vorne, wo die an der Spinelli störst du keinen, und dann fahre ich hier rüber. Dann sollte ich locker bis 7 Uhr hier sein. So weiter geht's. Ja, wie gesagt, machen wir Schluss für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Schauen, was die nächste Woche bringt. Nächste Woche sind auch nur 3 Arbeitstage. Freitags haben wir Brückentag. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Spaß. Du auch, ja. Bis dann. Ciao.